Na, ich habe denselben Fehler gemacht wie für eben auch schon. Ich sollte das einfach hier reinschmeißen, dann verteilt sich das automatisch. Wo kamen die roten rein? Unten. Grüne kamen oben. So, also Module müsste gleich fertig forschen. Dann erforsche ich gleich im Anschluss Dytech-Module, die nur rote brauchen, deswegen baue ich gleich nochmal ein paar davon. Und dann kann ich die Pollution-Module bauen. Die kommen. Wo kommen die rein? Pollution produzierst du... Was? Oh. Die besseren, schnelleren Fabriken verursachen weniger Pollution. Was auch Sinn macht, weil sie bessere Filteranlagen haben und reibungsloseren Ablauf und so weiter. Aber ich war mir relativ sicher, dass das auch vorher anders war. Aber nee, schön, dann spricht absolut nichts dagegen, außer Stromverbrauch, alle Fabriken auf die blauen Fabriken abzugraden. Mach mal, bau mal ein paar davon. Wie viel kostet die eigentlich inzwischen? 46 Eisen, 11,5 Kupfer. Das geht, oder? Wo sind die Intermediaries da? Braucht nur Platten und Kabel. Oh, Kabel ist nicht gut. Noch mehr Kabel. Dadurch, dass jetzt in recht vielen Rezepten diese Capacitors gebraucht werden und die alle Kabel brauchen, wird der Kabelverbrauch wesentlich höher sein als in den alten Staffeln. Und wir brauchen die Kabel normalerweise für Tonnen an grünen Chips, für Tonnen an blauen Chips, wobei wir das jetzt hier alles gießen werden. Ja, es könnte sich aufgehen, okay. Also, rote Tränke sind da genug. Bitte hör auf damit. Tu die alle da rein. Und grüne Tränke, dir fehlen die Ärmchen. Da, 39 Ärmchen. Gib ihm. Brauchst du noch irgendwas? Nö. Fließbänder hier. Gut. Strom war okay. Smog ist immer noch okay. Ja, komm. Einen Drill will ich noch haben. Da. Wo ist das Muster? Da ist das Muster. So. Drill kommt. Kann ich hier ungefähr die Schmelze hin? Wir haben kaum noch Kohle. Her. Oh. Ups. Bissel verschätzt. So. Kohle. Gott. Jetzt sollte ich aber langsam echt zurückhalten. Was ist mit dir? Du hast ganz viel Resin. Ein paar Bäume. Stimmt, da wollte ich auch eine Fabrik bauen, ne? Ja, nee, das ist albern. Komm. Das kriegen wir relativ schnell so hin. Weil irgendwann brauchen wir auch keine mehr. Wir haben momentan noch null Bedarf an Resin. Ich habe keine Ahnung, warum ich das die ganze Zeit mache. So, ersetzen. Oh, alles blaue Fabriken, weniger Smog. Weniger Smog ist gut. Wir sind jetzt die Öko-Raubtier-Kapitalisten. Oder so ähnlich. Das ist ein krasser Sprung von, ach, wir machen einfach mehr Steam Engines, wir ballern mehr Kohle hin zu, oh, wir müssen auf Umweltverschmutzung achten. Unsere Fabriken müssen ja die richtigen Filter haben. Und überall Pollution-Module reicht. herrlich. Steine abholen. Oh, ich hätte gern das da. 50 Stück. Braucht 30 Zeiteinheiten. Jo. Gib. Du bist auch schon fertig. Das geht ganz schön schnell. Aber um Steine müssen wir uns keine Sorgen machen. Da wir ja mit den Flüssigkeiten wieder arbeiten, also Flüssigeisen, Flüssigkupfer und so weiter, werden wir sehr viel Schlacke haben. Das wird schön. Hahaha. Freue mich echt nicht drauf. Aber wir müssen alles einfach wesentlich größer machen. Viel mehr. Gibt es überhaupt noch Schlacke? Das sollte ich auch gleich mal nachgucken. Weil sie hatten ja schon ein, zwei nervige Punkte rausgenommen. Oder eher, besser gesagt. Könnte auch gut sein, dass es keine Schlacke mehr gibt. Gibt es... Ich sehe kein Dirty Iron und Dirty Copper. Ja.
Okay. Nur mal ganz kurz gucken. Small Spitters, Bitter Queen, Medium Spitters, Bitter King, Elder Spitter, Big Spitter. Und Biter. Ja gut. Also es sind nur die ganzen Spitterleichen hinzugekommen, sind keine neuen Gegner eingefügt worden. Okay. Du hast keine Grüntränke, ne? Dann machen wir doch mal ein paar grüne Tränke. So. Kupferdraht da rein, du da rein. Oh, ich habe Forschung weggeklickt. Erforsche bitte Pollution Cleaning Module. 100 rote Tränke. Ja. Einen Schritt zurück bitte. Mehr davon bauen. So. Und es wird gleich dunkel. Also sollte ich jetzt nicht losziehen und weiter die Mauern bauen. Nö, ich sammle weitere Ressourcen ein. Kohle ist ein bisschen knapp geworden. Kupfer steht schon wieder still. Das sage ich am besten auch mal ein. So, so, so. Warum macht ihr nichts? Ach so. Weil sie natürlich das Erz hier drin auch staut. Okay. Ich weiß nicht, wie viel von euch ich mitnehme. Na komm, nimm mal alles mit und versorgt dann alle Brennöfen neu. Das wird mir schon was verbrauchen. Und im Notfall kann ich einfach alles in die Kisten schmeißen für die Boiler. Damit die einen richtig schönen großen Puffer haben. So, du. Ja, das wird weggehen wie nix wird das. 2500 habe ich nur noch. du brauchst keine Kohle. Du. Wir verbrauchen ja fast gar nichts. Eine Kohle, 10 Kohle. Gut, dann halt hier. Dim, dim. Tun wir mal alles rein. Gib ein bisschen was her, tu den Rest da rein. Ein Stack hätte ich gerne so. Was mache ich mit dem Holz? Deswegen wollte ich das Zentrallager haben. Weil ich jetzt schon hier, ne? Ich habe komische Iron Pickaxe, die ich nicht mehr brauche. Ich habe zu viel Resin. Ich habe ganz viel Holz. Kupfererz. Zzz. Oh ja, alles nicht. Du kriegst rote Tränke, du kriegst grüne Tränke. Ja, gut. Es wird trotzdem gleich wieder Tag, weil das hier recht flott geht. Deswegen hole ich mir nochmal eine Ladung Steine. Bau unter des 80 Mauern. Das sollte dann auch reichen, da die Verbindung da unten zu machen. Der Smog hat sich nicht wirklich ausgebreitet. Warum ist hier unten rechts? Oh. Warum ist hier unten rechts der dickste roteste Punkt? Kann mir nicht vorstellen, warum. Ja gut. Die hören aber auch wieder auf zu arbeiten, sobald kein Ding mehr da ist, kein Platz in den Kisten. In den Drills selber meine ich natürlich. So, Mauer. Hör auf mit den Science Packs. Ich brauche schneller Mauern. So. Einmal rüberziehen. Es dauert. Na gut, den kann ich auch schon mal. Wo packe ich Türme hin? Oh, da ist ein leckeres Eisen- und Kupferfeld. Ich könnte die Mauer auch weiter nach unten ziehen und dann hier dicht machen. Hätte ich noch so eine kleine Ecke. Aber nein. Nicht zu gierig werden. Solange es relativ nah an der Mauer dran ist, kann ich ja das ähnlich machen wie bei dem Kohleaußenposten in der letzten Welt. Dass ich dann einfach hier die Mauer irgendwo umstülpe, das dann raubbaumäßig abbaue und dann wieder wegmache. Ja, klingt gut. Also ein Turm dahin, du bekommst ein wenig Munition. Wir brauchen gleich noch neue Türme und noch mehr Mauern. Gut. Du bitte dahin. So. Tock, 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 tock. Und wieder alle. Ja, gut. Neue Stelle für den Turm. Zack. 11. Das hier sollte ich auch nicht übersehen. Ich mache mal kurz ein paar Bäume hier weg, damit ich die komischen orangenen Dinger hier besser sehen kann. Das Ardite. Das ich übrigens ganz normal abbauen kann. Kann ich die Kristalle zwischen auch ganz normal abbauen?
Nein, you need a better tool to mine this. Vielleicht eine Tungstenpicke. Das könnte ich mir vorstellen. Weil es wäre echt schick, das von Hand abbauen zu können und nicht erst den Crystal Mining Drills erforschen. Weil es gab da so ein in den Schwanz beißt Geschichten-Ding. Das heißt, oh. Achso. Das heißt, um die Kristalle abzubauen, brauchte man die Kristalle und so. Also nicht ganz, aber ähnlich. Das ist jetzt doof. Ein kleines Fitzelding fehlt hier. Da. Muni. Bitte schön. Mehr Muni machen. So. Ja, ist denn jetzt halt nicht dicht, aber hier sind zwei Türme, die sich überlappen. Also falls hier was durchläuft, dürfte das zerschreddert werden, weil es ja noch Small Biter sein müssten. Die sind nicht am Schnüffeln, die sind nicht großartig am Mutieren. Das Einzige, was sie mutieren lässt, ist die Zeit. Und davon ist ja noch nicht ganz so viel verstrichen. Das sollte eigentlich okay sein. Und hier ist echt viel Platz. Ein bisschen. Obwohl, warte mal, Water begonnen. Water begonnen. Bau davon welche. Mach die Muni weg. So, Water begonnen. Ja, ich sollte jetzt nicht Ressourcen verschwenden wegen solchen Sachen, aber es war gerade in der Nähe. Okay. Wichtig, was ist wichtig? Eisen ist wichtig, aber das mache ich erst, wenn ich Pollution-Module habe. Was brauche ich für die Pollution-Module? Eisen, Kupfer und grüne Chips. Grüne Chips schnappe ich mir mal und benutze jetzt für den Privatgebrauch, anstatt daraus Science Packs zu machen. Das ist gut. Du da. Kommen jetzt noch 70 Grüne. Du bist am Arbeiten. Gut, 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 gut. Komm, tick durch, tick durch. Verursacht ihr eigentlich Pollution? Nein. Also hier können wir Speed-Module reinhauen, solange es mit dem Strom klappt. Wobei ich eventuell demnächst auf sauberes Wasser gehen sollte. Also, Pollution Cleaning Modul 1 hätten wir. Pollution Cleaning Modul 2 braucht nur Stahl, Eisen und weitere grüne Chips. Macht allerdings nur 30%. Das eine macht 20. Also, ne, ist nur eine 50% Steigerung. Also nur. Ich glaube, ich mache aber erstmal lieber flächendeckend überall nur einer Module rein. Die Maschinen haben hier teilweise zwei, drei Slots. Das dürfte dann sich ganz gut ausgehen. Also damit machen wir erst später weiter. Oil Processing sollte ich eigentlich. Laser kann ich erst, wenn ich die Batterien habe. Roboter. Braucht Batterien und Electric Engines und überhaupt, das dauert noch. Speed-Module. Ja. Könnte helfen. Energieverbrauch plus 30%. Nee. Ja, komm, mach jetzt das, was wir machen sollten. Oh, stopp, Tungsten. Ja, 250. Ja, nee. Mach das da. Also, wir suchen uns jetzt eine Stelle in der Nähe von Öl am besten. Da wären ein paar Felder. Lava hat jetzt eine eigene Farbe, ne? Das da müsste Lava sein. Ja, das heißt, die rosa Punkte sind Öl. Wir haben tierisch viel in der Basis. Vor allem ist das ja unendlich viel. Wenn ich es richtig verstanden habe. Da wurde nichts geändert, ne? Yield 197%, ja. Das heißt, es wird später runtergehen auf 0,1 bei den ganz normalen Pumpjack, 0,2 oder 3 bei den Zweiern und so weiter. Also allein mit denen hier müssten wir schon schaffen, unendlich viel Öl zu haben. Also endlich viel Öl und auch gleichzeitig genügend Öl, um alles am Laufen zu halten. Wobei das Wichtigste die Fuel Blocks wären für die ganzen Engines später. Das heißt, ich denke. Ich mache hier meine Flüssigkeitsgeschichte. Von da, also hier immer Platz lassen für die Türme und so. Und eine Reihe Akkus. Also ein Block Akkus. Und dann hier überall Flüssigkeitsverarbeitung. Oder wie kommen? Was? Seven Landfills. Da. So.
Plop. So. Aber das müssen wir halt erstmal warten, bis wir Oil Processing haben. Dann bauen wir die Pump Checks auf. Dann bauen wir die Refineries auf. Ähnlich wie in der letzten Welt, schön nebeneinander. Und lassen dann extrem viel Platz zwischen den Geschichten. Also wir splitten es natürlich wieder auf in Schweröl, Leichtöl, Petroleum. Vielleicht so Schweröl hier, Leichtöl da, Petroleum da. Irgendwas in der Richtung. Aber ich müsste vorher das Muster hier haben. Also es wäre eigentlich ganz schön, wenn wir die Substations da schon hätten, aber das wird nichts. Für die Substation brauchen wir nämlich blaue Tränke. Wie komme ich an blaue Tränke ran? Ja, kann ich noch nicht. Nein. Nein. Was schaltet blaue Tränke frei? Pumpchecks, nein, nein. Boah, ich hasse diese Forschungsübersicht bei Factorio. Sollten sie echt dran arbeiten. Ja, also irgendwas schaltet die frei. Wird wahrscheinlich genau das gleiche sein wie in Vanilla und in den vorherigen Dialtech-Versionen, aber ich habe es aber nicht gemerkt. Es wird irgendwas Grundlegendes sein. Vielleicht, sobald man sie braucht. Also ich könnte testen, wenn Oil Processing durch ist, einfach Electric Energy Distribution 1 zu erforschen. Das schaltet 2 frei und 2 braucht die hellblauen Science Packs. Und dann tauchen sie auch vielleicht im Menü auf. Ja, gucken wir dann. Jetzt werde ich allerdings erstmal abspeichern und wir sehen uns gleich wieder.